Willkommen, Panzerfreunde. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei My Trees in the Pot. Und auch in dem Fall mal willkommen meine neuen Botanikerfreunde, weil das Video könnte eventuell ein paar mehr von euch interessieren. Ja, worum geht es in diesem Video? Das wird mein erstes Grundlagen- oder Basics-Video. Und zwar möchte ich heute einmal so die Basics des Abmosens und der Stecklingsvorbereitung quasi zeigen. Also nicht wie man abmoost und nicht wie wir Stecklinge machen, das kommt in anderen Videos, sondern was wir für Materialien brauchen, welche Sachen ich dafür nutze, mit denen das bei mir ganz gut klappt. Ich kann nicht dafür sprechen, ob das bei jedem da draußen auch so gut klappen wird. Es gibt, weiß Gott, auch andere Möglichkeiten, das zu machen, aber das ist so das, was ich mir so über die Jahre so ein bisschen angesammelt habe und mal hiermit was versucht habe und damit was versucht habe und habe dann so meinen Weg daraus geschnürt. Ja, und wie ich diesen Weg zum Abmosen hingehe oder um Stecklinge zu machen, den möchte ich heute mal zeigen, indem ich euch mal zeige, was ich dafür für Sachen hier gekauft habe oder auch teilweise geschnitten habe. Ja, ihr wundert euch, hier liegen Stöckchen rum. Was das für Stöckchen sind, das erkläre ich euch jetzt gleich nochmal. Damit wir das alles ein bisschen besser sehen, hole ich euch kurz ein bisschen näher ran und erkläre euch das jetzt gleich nochmal im Detail. Ja, ein bisschen näher dran. Ich hoffe, man erkennt das so einigermaßen in dem Video. Oder auch besser vor euch, sage ich jetzt mal. Ja, womit fangen wir an? Und zwar mit der Grundlage Nummer 1 beim Abmosen, also sowohl Abmosen als auch beim Stecklinge machen. Wo man es eventuell in den späteren Phasen auch verwenden kann, ist, wenn man zum Beispiel, also ein Teil davon, wenn man Sämlinge macht, aber Sämlinge sind erstmal außen vor, weil aus Samen ziehen ist nochmal eine etwas andere Sache. Ja, und zwar die Grundlage Nummer 1, also finde ich, ist, indem man so eine Art Hormonpulver hat. Es gibt quasi drei, oder es gibt vielleicht mehrere Möglichkeiten, es gibt so drei Möglichkeiten, die ich immer fahre. Die absolute Grundlage, die ich immer gefahren bin, weil ich das durch Zufall in meine Hand gekriegt habe und seitdem eigentlich auch drauf schwöre, ist hier so ein Wurzelbildungshormonpräparat. Das heißt in dem Fall hier Klongel oder auch Clonex genannt. Ja, es ist aber mittlerweile in Deutschland verboten, soweit ich weiß. Es wird trotzdem noch hier und da in gut geführten Gärtnereibetrieben oder Bonsai-Shops bestimmt gehandelt, kann ich mir vorstellen. Ansonsten kriegt man das auch in so Läden, die man auch in etwas in Großstädten zum Beispiel findet, wo man so Zubehör für so Nachtschattengewächse kaufen kann zur Anzucht. Weil die Jungs, die machen ganz viel aus Stecklingen und da muss das funktionieren, weil da ja auch Geld hinter steckt. Also kann man auch schwören, dass das sehr gut funktioniert. Ist ziemlich teuer. Ich meine, so eine kleine Flasche hier, die kostet so um die 30 Euro. Also ist vielleicht nicht für jeden was. Und nach, wenn man die angefangen hat, nach Gebrauch soll man die auch nach 6 Monaten, funktioniert das schon nicht so richtig, weil die Wurzelhormone hier drin sich wohl selber zersetzen. Und man hat auch ein großes Problem, dass man das quasi verunreinigt. Weil man am besten eigentlich die Stecklinge zum Beispiel immer da reinstecken soll, mit der Schnittstelle oder mit den Stellen, wo es auch ankommt, wo sich nachher die Wurzeln bilden sollen. Und damit hat man eine hohe Verunreinigung, die man sich hier einschleppt und dadurch kippt das Substrat auch ziemlich schnell hier um. Ja, dann gibt es noch eine nächste Möglichkeit, die habe ich gerade nicht hier, das habe ich am Anfang oft gemacht, das ist dieses Wurzelpulver oder Wurzelbildungspulver. Da ist auch dasselbe Mittelchen drin, wie hier zum Teil drin ist, Trichodema oder so heißt das. Ich glaube, das Wurzelpulver kriegt ihr in jedem Baumarkt, ist auch noch erlaubt in Deutschland. Ich finde bloß die Handhabung mit dem Pulver, finde ich sehr, sehr unpraktisch. Das ist in so einer Tüte, wie so Sämlinge hier so von Bohnen oder sowas zu kaufen sind. Die kann man aufreißen, dann hat man das blöde Pulver überall rumfliegen und empfinde ich so ein bisschen als Sauerei, weshalb ich das eigentlich einmal benutzt habe. Der Erfolg, würde ich jetzt sagen, war ähnlich wie bei dem Klongel, wobei das jeweils immer bei Fächerauern war. Oder bei dem Standard Asa Palmatum, der sowieso relativ leicht abzumosen ist, der auch ohne diese Mittel, also alles ist auch im Prinzip ohne diese Bewurzelungsmittel immer abmosbar. Also am Anfang habe ich die gar nicht gehabt, da das auch funktioniert. Und dann habe ich versucht, so zum Beispiel die Diva, mein Arthropoporum, sowas abzumosen und ein Arthropoporum abzumosen. Oder ihr wisst ja vielleicht auch, wenn ihr einen kaufen wollt, der nicht irgendwie aufgefropft ist auf eine besseren, sag ich jetzt mal, dann sind die relativ teuer, weil die halt so schwer zu kultivieren sind. Die sind schwer aus Samen zu ziehen, die sind sehr schwer abzumosen. Und als ich das damals versucht hatte, hatte ich mir dieses Klongel zum Beispiel besorgt, um da durch diese Wurzelhormone
etwas bessere Kallusbildung zu fördern und dadurch quasi das Wurzelwachstum zu fördern, was aber mir bei dem Atropoporum bis heute noch nicht gelungen ist. Vielleicht im nächsten Mal. Ja, und dann gibt es noch das Allheilmittel. Das habe ich mal irgendwann irgendwo im Internet gelesen, so ein Rezept. Das hat meine Oma sozusagen schon gemacht. Also hat sie wirklich schon gemacht, da haben wir uns früher schon darüber unterhalten. Wir wollen, das sind sogenannte Weidenzweige. Das ist jetzt von der Trauerweide. Es gibt ja verschiedene, gibt es noch diese Korkenzieherweide und dann gibt es noch ohne Ende andere Weiden. Als ich das damals gesehen habe, der hatte in seinem Beispiel, hat der von der Trauerweide auf jeden Fall die Äste genommen. Ich habe das aber auch schon mit anderen Weidenstücken gemacht oder ich mixe das ab und zu. Bloß eine Trauerweide habe ich hier um die Ecke stehen, dann lassen sich schnell so ein paar Äste abschneiden. Und zwar wollen wir hier mit Weidenwasser machen. Das Weidenwasser, das eignet sich ähnlich gut wie dieses Bewurzelungshormon oder dieses Bewurzelungspulver schon bei der Stecklingbildung oder wenn man Abmosungsstellen freilegt, um das dann mit einzuschmieren, bevor man, ich sage jetzt mal, das dann nachher mit Spanengruben umwickelt und dann mit Folie umwickelt und so. Oder bevor man die Stecklinge in der Erde steckt. Allerdings nehme ich das Weidenwasser sowohl bei meinen Stecklingen als auch bei meinen Abmoos-Geschichten immer, um die zu gießen quasi. Also eine Abmoosstelle muss ja feucht gehalten werden, aber nehmen wir es auch mal gießen, weil da ja auch irgendwann ein Wurzelwachstum entsteht. Und bei meinen Stecklingen, die dann in solche Setzboxen kommen, nutze ich das auch als Gießwasser. Das, ja, oder wir machen das einfach mal zusammen. Also würde ich mal vorschlagen, bevor wir jetzt hier weitermachen, machen wir erstmal Weidenwasser einmal zusammen, weil dann habe ich den Tisch auch ein bisschen freier und dann kann ich euch noch eben erklären, was ich hier so habe. Und um Weidenwasser zu machen, würde ich mal sagen, baue ich nochmal kurz einmal so ein bisschen das Set um. Aber ich habe es schon vorbereitet. Ich habe hier einen Messbecher, ich habe einen Wasserkocher, ich habe eine Waage, weil in dem Rezept, was ich da damals gelesen habe, stand so 300 Gramm auf 1 Liter Weiden, also 300 Gramm Weidenstücke auf 1 Liter warmes, nicht kochendes Wasser. Und das Ganze packe ich dann in so einen Eimer mit Deckel. Mit Deckel ist auch wichtig, damit das nicht umkippt so schnell. Und das soll sich bis zu 4 Wochen lagern lassen. In der Regel auch bis zu 8 Wochen. Ich habe jetzt auch keine Schimmelbildung etc. festgestellt. Gieß damit, bis die 5 Liter leer sind. Und dann setze ich immer Neues an. Also das hält bei mir so 4 bis 8 Wochen, Pi mal Daumen. Und dann ist auch gut. Und dann hat man meist auch schon den Fall, dass man ja an den jeweiligen Stecklingen oder an den Abmoosgeschichten schon die Wurzeln so weit dran hat, dass man die Abmoosung von der Mutterpflanze lösen kann und dass man die Stecklinge schon fast pikieren kann und einzeln setzen kann. Und da höre ich dann meistens auch auf. Wofür es aber nebenbei, ist ein bisschen laut, auch noch ganz gut ist, ist, wenn man zum Beispiel gerade bei Monsas im Frühjahr umtopft und macht ziemlich starke Wurzelrückschnitte, in den ersten Tagen mit Weidenwasser zu gießen, weil das auch wieder das Wurzelwachstum fördert. Ja. So, ich würde mal sagen, ich baue mal kurz ein bisschen um, hole euch noch mal ein bisschen näher ran in einer anderen Perspektive, dann machen wir eben schnell Weidenwasser. Das erkläre ich am Anfang einmal kurz, dann kurz im Zeitraffer und dann erkläre ich euch, was ich hier noch so stehen habe. Also bis gleich. So, kurz ein bisschen umgebaut und ein paar Probleme wieder mit der Kamera gehabt, aber nichtsdestotrotz. Ja, was machen wir? Wir haben hier so relativ junge Zweige von der Weide abgeschnitten. Ein paar sind hier noch die Blätter dran, die ich natürlich am Fundort nicht ganz entfernt habe. Wichtig ist aber, dass wir alle Blätter entfernen. Also die Blätter aus eigener Erfahrung, die fangen nämlich nachher an in der Lösung, also die Lösung, die wir jetzt herstellen, das Weidenwasser, das hält sich 4 bis 8 Wochen. Aber wenn man da Blätter zwischen hat, dann fangen die an zu gammeln und die fangen an zu schimmeln. Ja, weshalb wir jetzt erstmal die Blätter hier im Ganzen abmachen. Dann werde ich... Ich erkläre es einmal ganz kurz und dann den Rest seht ihr gleich im Zeitraffer. Also, dann werde ich das in so kleine Stücke hier mit der Zange eben schneiden, was ja eigentlich auch kein Problem ist. Manchmal ein bisschen mühselig. Wie gesagt, wichtig, keine Stücke, wo irgendwas dran ist. Ich wasche die auch nicht vorher irgendwie ab oder so. Ich habe das schon mal im Bonsai-Forum gelesen, dass Leute Weidenwasser machen und vorher die Äste und Zweige irgendwie abwürsten. Ich sehe da jetzt nicht so den großen Zweck drin, weil die hingen ja am Baum in der Luft und nicht irgendwie am Boden. Ja, so, und wenn wir dann genug Zweige abgeschnitten haben, also sprich 300 Gramm auf 1 Liter Wasser, das ist so das Grundrezept, plus minus, also ich habe es eine Zeit lang auch nicht abgewogen, weil für euch habe ich jetzt noch extra eine Waage geholt, dann packe ich das in so einen handelsüblichen Messbecher, nehme mir so eine handelsübliche Küchenwaage und wiege ich dann immer 300 Gramm ab und da ich hier einen 5 Liter Eimer habe, brauche ich 1,5 Kilo Weide auf 5 Liter Wasser und stelle dann so mein Weidenwasser her.
Ja, ich mache dann immer da zum Beispiel in den Eimer 3 Liter Kranwasser rein, also so kranwarm, 60 Grad oder was das ungefähr hat. Und koche dann nochmal zweimal jeweils 1 Liter kochendes Wasser auf und warte, bis das aufhört zu blubbern, bis das noch heiß ist und nicht mehr kocht. Und schütt das dann auch da rein. Und die Zweige gebe ich ja schon vorher rein, bevor ich das heiße Wasser dazu gebe. Und dann lasse ich das so 24 Stunden ziehen. Das soll man auch 24 Stunden so circa ziehen lassen. Und dann gieße ich das um in einen anderen Eimer durch ein Sieb. Also dann nehme ich auch mein handelsübliches, wir Bonsianer, also falls da auch noch Botaniker zugucken, die haben das vielleicht nicht, aber wir Bonsianer haben ja um unsere Granulate zu sieben, haben wir so Siebe. Und dann mache ich da mal ein ganz feines Sieb rein quasi, schütt das Wasser durch, dass dann die ganzen Stückchen hier hängen bleiben sozusagen. Und alles, was kleiner ist als diese Siebgröße, bleibt dann im Wasser vorhanden. Das sind dann so Fragmente, die sind mir dann auch egal. Also das haue ich nicht durch einen Kaffeefilter oder so. Also ich habe das auch schon gesehen, dass das Leute durch einen Kaffeefilter schütten oder sowas. Das wäre mir dann zu viel Aufwand, ehrlich gesagt. Ja, und so handhabe ich das. Deshalb würde ich sagen, jetzt einmal für euch eben im Zeitraffer, wie ich das halt zusammenschneide, in den Pott haue. Vielleicht sage ich gleich nochmal kurz was dazu. Und ansonsten sehen wir uns gleich wieder, wenn ich noch meine restlichen Utensilien hier erkläre. Also bis gleich. So, das Weidenwasser ist fertig, es zieht hier drin. Oh, ich sehe gerade, es bläht sich auch ein wenig auf. Dann machen wir hier den Deckel auf. Ah, besser. Also erstmal leicht abkühlen lassen. Wie die einen oder anderen vielleicht gesehen haben, die gesamte Menge an Weide, die ich gerade hatte, das waren nur 650 Gramm. Also habe ich auch nur 2 Liter Weidenwasser jetzt aufgesetzt. Ich muss ehrlich gestehen, sonst habe ich diese, ich habe eigentlich immer diese Schale genommen, weil die irgendwie immer hier steht. Randvoll war die immer und dann da rein und ja, habe ich nie abgemessen. Jetzt weiß ich, dass ich es in Zukunft auf jeden Fall das mal wiegen sollte. Ja, und ich werde die Tage noch ein bisschen Weidenwasser aufsetzen. Aber ich sag mal, für den Anfang, was ich hier so vorhabe, was ihr auch die Tage sehen werdet, dafür sollten die 2 Liter reichen. So, jetzt gehen wir weiter und einigermaßen systematisch würde ich sagen, wir fangen erstmal mit Stecklingen an. Um Stecklinge zu machen, habe ich 2 Grundlagen. Also ich habe immer solche Mini-Gewächshäuser oder Vorzuchtboxen. Ich stelle das mal eben hier weg. Und zwar einmal so kleine. Und zwar mache ich das aus dem Grund, weil ich von verschiedenen Sorten Pflanzen oder von verschiedenen Gattungen an Pflanzen gerne Stecklinge machen möchte. Und da die unterschiedlich schnell wurzeln und wenn man die alle hier reinmacht dann, und nachher rausreißt, also pikiert, sage ich jetzt mal, wenn die angefangen haben zu wurzeln, dann zieht man die anderen Stecklinge, die gerade so mit der Kallusbildung angefangen haben, noch die ganz feinen Wurzeln haben, mit raus und dann brechen da die Wurzeln ab oder vielleicht sind noch gar keine dran. Und um das ein bisschen systematischer zu haben, habe ich dann zum Beispiel diese kleinen. Ja, das Schöne an den kleinen ist, die haben hier unten so Ablauflöcher drin. Ich hoffe, man sieht das. So dass hier keine Staunässe entstehen kann. Und die finde ich eigentlich ganz cool. Ich habe früher immer die hier genutzt. Die gab es bei meinem alten Herrn kostenlos in der Garage. Das Problem daran ist, hier sind keine Ablauflöcher und man muss immer ziemlich aufpassen, wie man die wässert.
weil man wässert dann doch irgendwie zu viel, weil man meint es ja irgendwie gut und dann entsteht hier extreme Staunässe und auch das ist sowohl für Sämlinge, Stecklinge als auch Abmoosstellen eigentlich immer sehr kontraproduktiv, weil wir hier genauso ein gut belüftetes Granulat quasi haben wollen, wie wenn wir unsere normalen Bonsais quasi in den Schaben kultivieren. Ja, und hier ist jetzt der Deckel immer unten runter, da sieht man, von denen hier gibt es etwas größere Deckel, die sind hier. Wobei die hier zum Beispiel sehr cool sind, aber das werden wir demnächst noch sehen. Dadurch, dass hier keine Ablauflöcher sind und etwas mehr Nässe immer drin ist, nutze ich die zum Beispiel sehr gerne, um mir Moos zu züchten. Weil wir Bonsianer, wir haben ja gerne Moos in unseren Schalen und das ist immer schwer zu kultivieren und das züchte ich gerne hier drin vor. Da seht ihr demnächst auch noch ein einzelnes Video zu. Vielleicht werde ich das sogar jetzt hier im Nachhinein verlinken, falls das einer sieht und das andere Video schon online ist, aber ihr wisst, wie ich das meine. Ja, und welches Granulat nehmen wir am besten, um Stecklinge zu machen? Das seht ihr speziell in meinen Steckling-Videos, wenn ich euch die präsentiere, also wie mache ich Stecklinge, da gehe ich nochmal ganz speziell aufs Granulat ein. Aber grundsätzlich kann man sagen, meine Standard-Bonsai-Laubbaummischung ist ja 60% Fiboterm und 40% Kokoserde. Und in dem Fall bei Stecklingen nehme ich lieber 60% Kokoserde, 70% Kokoserde teilweise sogar und dann so 30% Fiboterm. Also ich habe dann so vorgesiebtes Fiboterm, das packe ich mir in extra Säckchen ab und nehme dann hier diese Standard-Kokoserde. Wichtig ist, nicht vorgedüngtes Material zu haben, gerade bei Stecklingen und bei Sämlingen auch. Also bei Sämlingen ist es nicht ganz so schlimm, bloß bei Sämlingen ist dann die Schießen so. Stecklinge gehen ziemlich schnell ein, wenn man vorgedüngte Erde nimmt. Deshalb immer ungedüngtes Kokosgranulat, das weiche ich auf in einem Topf, 1 Liter und dann im passenden Verhältnis dazu das Fiboterm, um das ein bisschen flockiger zu kriegen. Auf jeden Fall keinen Spangum oder so drunter mischen. Was andere auch machen, ist, die mischen zum Beispiel Kokoserde oder normalen Humus, sagen wir mal, mit Sand. Allerdings nehme ich ja diese Pöttchen hier auch mit den Löchern und wenn ich jetzt nur Kokoserde und Sand nehme, dann spült sich das A ziemlich schnell raus. Und ich finde, diese Mischung, die hält mir auch ein bisschen zu viel Wasser, was am Anfang für die Stecklingbildung eigentlich ganz gut ist. Aber wir haben ja auch noch die Deckel, die wir drauf machen können, also wir haben eine hohe Verdunstungsfeuchtigkeit. Und dann finde ich das nicht ganz so schlimm, wenn die am Anfang ein bisschen trockener sind durch die Erden, mit meiner Mischung, so wie ich es dann mache. Und gerade nachher, wenn sich die ersten Wurzeln bilden, dann haben wir eine wesentlich bessere Wurzelbildung, wenn wir ein durchlüftetes Granulat haben, als wenn wir so eine etwas höhere Staunässe haben, wenn wir Sand und Kokoserde zum Beispiel verwenden. Ja, und das ist im Prinzip auch schon die Basics, die ich so für Stecklinge nehme. Wie gesagt, diese Boxen, die kann man überall kaufen. Ich habe hier zum Beispiel bei mir aus dem Bonsai Center, aber die gibt es auch im Baumarkt, außer in so gewissen Baumärkten, deshalb habe ich sie aus dem Bonsai Center. Habe die auch noch einmal in groß und ja, das sollte eigentlich auch reichen, um Stecklinge zu machen. Kurz erwähnen noch so, ich habe hier sowas, das habe ich zum Beispiel auch mal irgendwann im Bonsai Center geholt, sieht man hier Vermehrungserde. Also viele machen es mit ganz normaler Erde. Allerdings ist mir das zu viel Staunässe und das Problem wieder, dass das zu flockig und zu klein ist und mir dann durch die Löcher ausschwimmt. Man könnte jetzt Scherben reinlegen und so, dass das nicht passiert oder ganz feine Siebchen, aber das möchte ich alles nicht. Deshalb mische ich zum Beispiel gleich auch anstatt Kokoserde den Rest hiervon noch mit dabei und dann ist eigentlich gut. Ja, eben ein bisschen die Sachen, die wir rein für Stecklinge brauchen, die packe ich mal zur Seite. Und dann haben wir fast auch schon Sachen, die nur zum Abmoosen sind. Ja, gut, hier unten die Dinger. Und zwar einmal kurz zum Abmoosen erstmal Grundlage Nummer 1. Wie Abmoosen so geht, seht ihr in den Abmoos-Videos. Ich sage nur, welches Werkzeug ich dafür einfach nur benötige. Ich nehme so ein handelsübliches Cutter, ein großes oder ein kleines, um den Rindenschnitt zu machen und um aufs Cambium runterzuschneiden. Um die Rinde zu entfernen an den Abmoosstellen oder man kann auch so ein handelsübliches Haushaltsmesser, so ein Hümmelken nehmen, auch hier schön in Pink, weil 100% der Leute, die von euch ein YouTube- oder ein Google-Konto haben und YouTube gucken, das kann ich in Analytics sehen, sind männlich und vielleicht ambitioniert das ja den einen oder anderen weiblichen Zuschauer, wir arbeiten auch mit pinken Messern, sich mit Bonsais zu beschäftigen. Ja, Spaß beiseite, so viel schon mal dazu. Also ich habe Cutter, normales Messer, um die Rinde zu entfernen quasi und die Schnitte zu machen. Dann trage ich da drauf, so wie bei den Stecklingen, auch oben an die Kante, wo sich nachher der Kallus bilden soll,
diese Wurzelpräparate auf oder halt das Pulver kann man da auch schön auftragen. Oder gerade bei Abmosungen ist es immer blöd, weil wenn man da mit dem Pulver dann rumaßt, dann hat man immer alles in der Schale oder wenn man das an Bäumen außerhalb macht, dann ist der ganze Baum weiß und ach, keine Ahnung. Es gefällt mir halt nicht, deshalb nehme ich gerne das hier, nehme einen Pinsel, tauche den Pinsel immer hier ein und pinsel dann die Schnittstellen quasi ein. Also das Pulver meiner Meinung nach empfiehlt sich höchstens, wenn man Stecklinge macht, weil man das schön stationär immer so eintunken kann und dann so reinstellen. Aber wie ihr wisst, benutze ich gar kein Pulver. Ja, wenn wir dann die Schnittstelle geschnitten haben mit unseren Messern, mit dem Wurzelhormon vorbearbeitet haben, dann empfiehlt es sich, was vorzubereiten, also ein Gefäß quasi. Da gibt es so extra, die haben sogar einen Namen, habe ich ganz viele von, weil die echt sehr praktisch sind. Wie ich aber gehört habe, haben die Lieferschwierigkeiten. Gibt es so Abmuspöttchen. Ich mache mal eins hier symbolisch auf. Und zwar, ich weiß nicht, ob man das sieht, ich komme mal ein bisschen näher zur Kamera. Die haben hier unten, wie man sieht, kann man den Stamm durchführen. Und hier unten so ein Reservoir quasi für Wasser drin. Und das Schöne ist, man kann irgendwo seine Abmussstelle vorbereiten quasi am Ast. Und dann kann man schön den Ast hier drin einsperren. Und dann hängt das so am Ast. Meine Abmussstelle ist hier drin. Dann fülle ich das Ganze in meinem Fall eigentlich nur mit Spargun, also das ist ganz normales Moos, Spargun, Torfmoos auch genannt. Man kann auch normales Moos so aus, vom Rasen oder etc. nehmen, allerdings muss man das erst trocknen und das ist nicht so schön, weil immer viel Erde hängen bleibt und so, wie dieses Spargun, weil das echt schon ein sehr sauberes, ordentliches, homogenes Moos ist. Deshalb verwende ich das ganz gerne und da empfiehlt sich eigentlich immer diese Becher. Also ich mache die zu 90% voll mit Moos und oben mache ich nachher so ein bisschen Fiboterm oder zum Beispiel Akadama drüber. Nur damit das nicht so rausquillt und damit ich oben irgendwie so eine Schicht habe. Früher habe ich das auch 1:1 gemischt. Mittlerweile mache ich aber nur noch Spargum, weil das wirklich in der Anfangsphase des Abmoosens rein. Ja, und dann gibt es noch so einen praktischen Deckel hierfür, den man auch, wie ihr seht, eventuell hier so, der hat so einen Schlitz, dass man den schön um den Ast kriegt und dann hat der so Löschen, die man hier schön durch den Pott stecken kann, sage ich jetzt mal, und den schön verschließen kann. So, dass das Wasser hier drin, wie in so einem kleinen Gewächshaus quasi, immer schön kondensiert und nicht so schnell austrocknet. Weil das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn die Abmussstelle austrocknet, dann trocknet auch die Kallusstelle aus und dann bilden sich keine Wurzeln. Und ja, weil das meistens, wenn man es am Bonsai macht, hat man die Schale, da ist es ein zugänglicher Ort, aber ich muss ja auch schon mal Sachen ab, die ein bisschen weiter wegstehen oder an Orten, wo man nicht so häufig hinkommt, sage ich jetzt mal. Da empfiehlt sich das natürlich mit solchen Bechern oder manche machen das auch, indem sie einfach nur Spargum dran machen und das mit Frischhaltefolie umwickeln und oben und unten so ein Kabelbinder drum und so. Auf jeden Fall eine Stelle, die lange feucht bleibt, damit man das nicht jeden Tag gießen muss. Also dann kann man das alle 7 Tage gießen, so unter dem Motto, oder kontrollieren reicht teilweise auch. Und dann ist das ein super Feuchtigkeitsreservoir. Und nach, je nach Baumsorte oder Pflanzensorte hat man nach 4 bis 12 Wochen meistens schon so die ersten Erfolge mit Wurzeln. Außerhalb bei Koniferen. Ihr wisst selber, bei Koniferen Wacholder abmosen oder Wacholder als Steckling, da kann die Wurzelbildung teilweise 2 Jahre dauern. Aber es funktioniert, nicht aufgeben. Also gerade wenn ihr mal sowas mit Wacholder oder Koniferen macht, nicht so nach einem Jahr gucken, auch keine Wurzeln, aber funktioniert nicht. Sondern immer schön am Ball bleiben. Ich habe Wacholder-Stecklinge gemacht, das seht ihr auch in ein paar Videos. Die stehen 2 Jahre in der Schale und nach 2 Jahren bilden sich da tatsächlich Wurzeln. Also das Lustige ist, nach einem Jahr wachsen die auch. Man sieht Neuaustrieb, ja? Man denkt, die haben Wurzeln, man zieht die raus, keine Wurzel dran. Lässt die noch ein Jahr länger drin so und so nach 2 Jahren, 2,5 Jahren in der Regel, nach meiner Erfahrung, sind dann tatsächlich Wurzeln dran. Also ich kann diese Becher nur empfehlen, kosten ein bisschen Geld. Da wo ich sie kaufe, einer glaube ich so Pi mal Daumen 5 Euro und wenn man 3 Stück kauft, dann kosten die 10 Euro oder 9,80 Euro oder sowas, das spielt ja auch keine Rolle. Alternativ ist es relativ günstig, das mit Frischhaltefolie zu machen. Das Problem ist, das ist immer so fummelig und dann fällt einem der Spargun da raus und das nervt mich alles, das dauert mir zu lange. Deshalb nehme ich gerne diese Becher. Was auch lustig ist, weil ich moos so viel ab, dass mir so viel Becher kann ich mir auch nicht leisten. Und das Problem an diesen Bechern ist auch, die gibt es zwar in 2 Größen,
aber ich im Moment kriege ich nur die kleinen Größen, ist, dass die Astdicke hier unten natürlich definiert ist. Und wenn ich hier anfange rumzuschneiden, dann zerstöre ich ja das Prinzip dieser Becher mit diesem Wasserreservoir hier unten. Und gerade für so dicke Abmoorstellen nehme ich so Plastikschälchen. Hier waren mal Krabben drin. Wie man sieht, esse ich viele Krabben. Dann mache ich mir dann unten individuelles Löchchen rein oder auch so einen Sternschnitt wieder. Und da kann man dann auch wesentlich dickere Äste durchführen. Dann nutzt man, oder hier sowas, wo, ich glaube, hier waren mal Snacktomaten oder Cocktailtomaten drin. Also ist zwar blöd, wenn man Obst und Gemüse in so Plastiksachen verpackt, weil das ist ja viel Müll. Aber man kann diesen Müll auch nochmal nutzen. Und gerade für solche Sachen finde ich das super praktisch. Und dann müsst ihr euch einfach das richtige Gefäß für die richtige Stelle raussuchen. Auch die sind teilweise an Abmoorstellen zu lang von der Höhe. Also die sind vom Ast zwar relativ dünn, aber die Stelle, die ich abmoosen will, da habe ich nur so eine kleine Stelle, sage ich jetzt mal, im Verhältnis zu dem, wo ich überhaupt was drum machen kann. Und dann nutze ich meistens so eine kleinere Dose, einen kleineren Becher. Oder halb zur größten Not, wenn es gar nicht anders vom Platz geht, mache ich das mit der Folie. Das mit der Folie ist blöd, weil man die Feuchtigkeit nicht vernünftig überprüfen kann. Die sind auch nicht so feuchtigkeitsdicht, wie wenn man so einen Becher nutzt. Also aus der Folie kondensiert wesentlich mehr Wasser raus. Ja, und ich kann jedem, der was abmoosen will, eigentlich nur diese Becherchen empfehlen, also in irgendeiner Form, was euch da so am besten gefällt. Einfach mal ausprobieren, da hat ja auch jeder so seinen eigenen Geschmack, sage ich jetzt mal. Und was ich auch empfehlen kann, durchsichtige Sachen. Manche lassen es dunkel, aus Gründen, weil dann dunkle Sachen ziehen die Hitze mehr an und dann haben die Wurzeln quasi eine größere Wärme. Aber ich bevorzuge diese durchsichtigen Sachen, weil dann kommt ein bisschen mehr Licht dran. Und das hat sich in der Vergangenheit eigentlich immer als besser herausgestellt. Ja, soviel zu den Becherchen. Also sucht euch was Passendes aus. Probiert einfach mal aus. Am Anfang, ich habe auch 5 Sachen versucht abzumosen. Davon sind 2 was geworden. Die anderen 3 halt nicht. Wenn es nichts wird, ist nicht schlimm. Der Baum geht auch nicht ein. Weil meistens muss man ja sowieso irgendwas, also fangt nicht mit dem schönsten Bonsai ab, den ihr abmoosen wollt, um das Nebari zu verbessern. Nehmt erstmal so ein Probestück irgendwo, macht einen Schnitt an der Rinde und wenn es nicht funktioniert, dann funktioniert es halt nicht, dann sieht es halt blöd aus. Dann macht man es selber nochmal und ja, worauf es genau ankommt beim Abmoosen, das seht ihr dann in den einzelnen Abmoos-Videos nochmal. Aber das ist jetzt erstmal also die Utensilien. Wie gesagt, Spanguhn, Moos, kann ich auch jedem empfehlen. Es ist günstig zu erwerben, müsst ihr mal einfach nach googeln. Gibt es auch im Bonsai Center, gibt es auch in Gartenfachmärkten, gibt es aber auch, ich sage jetzt mal, bei Amazon und keine Ahnung was. So, obwohl ich Amazon ja nicht so gerne mag, deshalb bei Google gibt es das auch, bei eBay gibt es das auch und keine Ahnung. Was weiter zu empfehlen ist, wenn ich diese Abmoosung betreibe oder wenn ich Stecklinge mache, ist es praktisch, wenn man schon vorher und nicht erst die Pötte besorgt, wenn man sie quasi braucht, wenn man pickiert, sondern ich habe so Teichkörbe, die sich super empfehlen, um junge Pflanzen schnell zu kultivieren, weil ich hier eine hohe Luftdurchsetzung des Granulats habe und die eignen sich, also jeder Bonsianer da draußen weiß es sowieso, die eignen sich hervorragend als Anzuchttöpfe. Ja, und davon wird man sich eine geeignete Menge besorgen, um die zu kultivieren, wenn man die dann halt pickiert. Klar, normalerweise setze ich hier ein Bäumchen so in der Mitte, wenn das ein bisschen wachsen soll. Wenn ich die pickiere, setze ich hier auch schon mal 4 Stück rein, weil dafür sind die halt so groß, aber auch super günstig. Die gibt es in der Bucht für 80 Cent das Stück oder 60 Cent das Stück, je nachdem wie viel man kauft. Und davon habe ich einen Riesenstapel da hinten stehen. Die braucht man halt immer und das kann ich halt nur empfehlen. Also definitiv dafür. Ja, dann so ein China-Stäbchen noch, um die Löschchen zu machen, zum Beispiel um die Stecklinge da reinzusetzen. Ja, und Abmoosstellen ist klar, da schneide ich ja den ganzen Baum ab, setze den rein, überschütte nachher mit Granulat, aber ein China-Stäbchen wisst ihr auch, braucht eigentlich auch jeder, der sich mit Bonsais beschäftigt. Ja, und was ich gerade sehe, ich habe noch so eine Ballbrause, die nutze ich aber eigentlich eher nur, wenn ich bei den Stecklingen hier, wenn ich die gieße, weil die Abmoorstellen, die gieße ich mit so einer Gießkanne, die einen relativ kleinen Schnorchel hat, damit ich da immer schön reinkomme und übergieße die auch, bis es unten raustropft und meine ganz normalen Sachen, wo ich meine Sämlinge oder meine Stecklinge ansetze, die gieße ich immer mit so einer kleinen Ballbrause, weil mit meiner Bonsai-Gießkanne, die 4 Liter Gießkanne, ist das A zu viel Wasser und B ist das auch ein zu hohes Wassergewicht, das spült mir immer nachher die Stecklinge aus und hiermit kann ich das sehr zielgerichtet und fein quasi einzeln bewässern. Ja, ich wüsste nicht, was ich jetzt noch vergessen habe, das ist so meine Grundausstattung um Stecklinge und um
Abmoserung zu machen. Wenn es noch einen interessiert, wie eine Abmoserung vonstatten geht oder wie Stecklingen vonstatten geht, dann schaltet demnächst wieder ein bei MyTwees in the Pod. Wenn ich die Videos hochgeladen habe zu meinen Stecklingen und zu meinen Abmoserversuchen, das werde ich auch alles super dokumentieren und ihr werdet auf jeden Fall Zeuge davon. Ja, und für all die eingeschaltet haben und denen das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Channel, macht die Glocke an und schaltet nächstes Mal ein, wenn es heißt Abmosen und Stecklinge machen bei MyTwees in the Pod. Danke fürs Einschalten. Bis demnächst. Ciao.